Ja, hallo, ich bin der Hille. Ich habe für euch ein kleines Workout zusammengestellt. Bevor ihr zu Hause rumoxidiert, fangen wir doch einfach mal an, weil wir wollen ja fit bleiben, oder? Okay, fangen wir an. Und zwar, wir gehen in der Ausgangsposition, Füße zusammen, einen Schritt das starke Bein nach außen, Hacken hoch nach hinten und einfach auffächern. So ist die Pose von vorne, so ist sie von der Seite, mit ein bisschen Lücke. Ihr steht ein bisschen weiter, schulterbreit, und das ist die Ausgangsposition. Linke Bein ist vorne. Wir haben jetzt zwei Winkel. Wenn das linke Bein vorne ist, bewege ich mich nach links und nach wieder zurück. Und wenn das rechte Bein vorne ist, den Switch mache, bewege ich mich quasi nach rechts vorne. Ich mache jetzt einfach mal vor, einfach mal gucken und inspirieren lassen. Okay, wir fangen an, entweder nach vorne, nach hinten ganz normal uns bewegen mit einem leichten Jump. Und wer richtig cool drauf ist, nimmt doch die Arme mit dazu. Alles klar? Wenn ich sage Switch, drehen wir uns und machen dann die Seite. Alles klar? Und wieder die Arme. Wieder die Arme. Okay, Switch. Switch. Alles klar. Da es nicht so monoton wird, bringen wir noch den Dance mit rein. What the fuck is Dance? Dance ist, wenn ich sage Dance, bewegen wir uns zurück. 1, 2 und bewegen wir uns hier hin. Dance, 1, 2 und wieder nach vorne. Basics bleiben die gleichen, nur wir bringen den Dance mit rein. Dance. 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 Alles klar, was wir jetzt machen, sind Knie. Knie dazu gedacht, dass wir einfach mal die Hüfte auch ein bisschen mobilisieren. Dazu bewegen wir das Bein, was vorne ist. Jetzt zieht zum Beispiel mein rechtes Bein vorne, ich bringe es zurück, bringe es auf gleicher Höhe, bringe den linken Fuß nach vorne. Jetzt haben wir wieder unseren Ankel. Bringen dann das Knie mit rein. Bam. 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 Wer zum Beispiel jetzt im Nahkampf ein bisschen befasst ist, kann die Arme in gewissen Formen auch mit reinbringen, wie er möchte, und einfach die Knie reinbringen. Das heißt, wir haben die Kombo zwischen. Wir bewegen uns, kommen in den Move, machen den Dance und machen das Knie. Ich pass mal vor. Und das könnt ihr selbstständig wählen, wie es braucht. Das wäre das Warm-up. Gestaltet selber und seid einfach kreativ. Hauptsache bleibt in Bewegung. Was wir jetzt nächstes machen, ein bisschen was für die Beinarbeit, ist zum einen zwei Übungen. Die eine ist die Affenwippe. Was ist eine Affenwippe? Die Übung sieht affig aus und man muss wippen. Wir haben da drei Levels. Wir stellen uns schulterbreit hin, etwas weiter als schulterbreit. Ja? Wichtig dabei, wenn wir runtergehen, weil jetzt geht es nämlich runter, die Knie nicht über die Zehenspitzen hinaus. Ja? Basics beibehalten. Und dann, wenn wir runtergehen, ist das quasi Level 1. Dabei wichtig, lasst einfach den Arsch draußen, Bauch rein. Oberkörper aufrecht und den Kopf gerade. Ja, das ist die Ausgangsposition. Das ist Level 1. Wenn ich sage Level 2, geht ein bisschen weiter runter. Ihr merkt, der Winkel wird verändert. Und Level 3 geht er ganz runter. Okay? Gerade bleiben. Und das sind die drei Levels. Was wir hinzubringen, sind, indem wir uns bewegen. Links und rechts. Quasi wippen. Sprich, wir sind hier. Level 1. Und wir wippen. Die Fußsohle sollte komplett den Boden verlassen, ja, aber nicht zu hoch. Also ihr müsst das nicht machen. Einfach nur ganz normal wippen. Easy going. Wenn ich sage Level 2, wippen wir weiter. Und Level 3 sind wir hier. Okay. Wenn es passt, können wir jetzt natürlich ein bisschen das Tempo erhöhen. Level 3, Level 2, Level 3, Level 1. Und schön gerade bleiben, Arsch raus, Brust raus, Bauch rein. Level 3, Level 2, Level 3, Level 1. Okay? In Ordnung. Was wir jetzt noch machen, in Kombination, könnt ihr natürlich von den Zeiten selber auswählen, die Intervalle oder ähnliches, ist Football Skippings. Was ist das? Okay? Ausgangsposition bleibt Level 3, Level 2. Level 2. Sind wir hier? Okay, gehen runter. Schon mal Level 2. Und bewegen uns schneller. Und zwar nur auf den vorderen Bein. Hacken hoch und skippen's hier. Und dann kann man die weit machen oder eng.
Könnt ihr wieder selber wählen. Ich fasse mal vor, wir sind Level 2. Skippings. Zusammen. Skippings. Zusammen. Skippings. Und zusammen. Wichtig dabei ist, denk an das imaginäre Dach. Nicht, dass er nämlich hochkommt. Das. Nein, Level bleibt 2 und wir gehen nicht höher rüber hinaus. That's it. Jetzt heißt es, ich unter Boden. Ist eine Hauptallübung. Hierzu brauchen wir einmal am besten eine Matte. Das nächste, was wir machen, ist der Plank, aber in Verbindung mit dem Unterarmstütz. Sprich, wir gehen dann sauber hier rein, so wie ihr es kennt. Ellbogen hier zusammen, nicht breit, zusammen auf Schulterhöhe. Lass die Beine erstmal zusammen. Okay, und was wir jetzt machen, zwei Variationen für Fortgeschrittene und Anfänger. Die eine Sache ist, die man auch nicht einzeln hoch bewegt. Ich gehe quasi mit links hoch, drücke den rechten nach, gehe wieder mit dem linken runter und dem rechten runter. Das ist Basics. Aber für Fortgeschrittene, ja, wieso nicht? Können dann direkt hochgehen. Und wie wir es jetzt kombinieren, ist, wenn wir jetzt in Plank gehen, machen die Beine auf und zu. Und jetzt hoch, auf und zu. Alles klar. Die können wir natürlich kombinieren, indem wir, wenn wir unten sind, quasi die Knie jeweils zur Seite einmal rausziehen und einmal zur Mitte und zwar zum gegenüberliegenden Ellenbogen. Ich mach's mal vor. Okay, wir sind zum Beispiel in den Armstütz, sind wir jetzt draußen. Jetzt gehen wir rein. So, jetzt können wir einmal die Knie außen anziehen und einmal innen und zwar diagonal. Das wäre die Übung. Alles klar, wir machen jetzt eine kleine Vorübung. Ist auch ganz gut, quasi die beanspruchten Muskeln einfach mal runterkommen zu lassen. Ja? Kurze Regenerationsphase. Wir gehen quasi runter, ich gehe jetzt auf mein rechten Bein. Wie ihr jetzt seht, von oben habe ich ein ordentliches Dreieck. Dreieck ist stabil. Okay, jetzt machen wir Rollen einmal runter. Jetzt wechsle ich. Vorher war ich so. Und komme wieder hier hin. Okay, das ist die Base. Die wird nämlich integriert. Den guten alten Burpee kennt ihr. Den machen wir auch. Wie kann man es kombinieren? Seid also hier. Geht in den Burpee. Geht runter. Geht wieder hoch. Burpee. Und wieder hoch. Oder geht direkt hoch. Nehmen jetzt die andere Seite. Das ist eine Kombo-Übung. Alles klar, wenn ihr das habt, hätten wir noch was Fortgeschrittenes. Und zwar ist der gute alte Azteken-Push-Up. Solltet ihr machen, wenn ihr eine gute Explosivkraft habt. Und vor allen Dingen auch ein gutes Körpergefühl. Was macht ihr? Seid ihr? Geht runter. Und geht wieder hoch. Wenn ihr das kombinieren wollt, das wäre so die Endstufe. Ja, das wäre so die
die Übung, die ihr zu Hause machen könntet. Nicht faul sein, einfach machen und einfach durchziehen. Ihr macht es für euch, ihr macht es für niemand anderen, aber wir sagen, bewegen heißt Leben. Also bewegt euch.